Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich spiele mal wieder selbst, also statt einfach nur von der Seitenlinie zu kommentieren, seht ihr jetzt mal, was ich mir so in meinen Partien denke und dass ich auch das eine oder andere übersehe. Ich spiele in Sharjah im quasi B-Turnier, also es gibt hier das Masters, das ist ab Elo 2500 und das Challengers, das ist glaube ich ab 1900 und dann eben bis 2.5. In der ersten Runde habe ich gegen einen zahlenmäßig schwächeren Gegner gespielt, Mohamed Nofal aus Ägypten. Die Ägypter dürfen momentan nicht unter ihrer Flagge spielen, weil der Schachverband von der FIDE suspendiert wurde. Deshalb spielen die alle unter FIDE-Flagge. Aber ja, wie auch immer. Fangen wir vielleicht an. Ich hatte Schwarz und mein Gegner hat D4 gespielt. Das hatte ich soweit erwartet. Aber nach Springer F6 war es tatsächlich sehr unklar. Also mein Gegner hatte vier Partien in der Datenbank, alle fingen mit D4 an und danach war nicht so leicht abzusehen, was kommt. Also Läufer F4 war eine Option und das kam dann auch. D5, E3, C5. Ja, ich muss sagen, meine Vorbereitung hielt sich ein bisschen in Grenzen, weil eben so schwer zu erraten war, was er spielt und ich gehofft habe, dass ich mich ein bisschen an meine Varianten erinnere. D schlägt C5, E6 und B4. Weiß versucht also hier, sich an dem Bauern festzuhalten. Und das ist natürlich grundsätzlich logisch, aber es vernachlässigt eben die Entwicklung. Schwarz sollte aber Weiß diesen Bauern auch nicht einfach überlassen, sondern muss irgendwie versuchen, den zurückzubekommen. Deshalb A5. A3 geht natürlich nicht, weil der A-Bauer am Ende nach A schlägt B4 gefesselt wäre. Also C3 schlägt, schlägt und hier Läufer D7 mit der Idee erstmal Läufer B5 Schach zu verhindern und dann B6 zu spielen und auszunutzen, dass der Bauer auf B4 ungedeckt ist. Springer D2, B6 und nach C schlägt B6, Läufer schlägt B4, Läufer C7 habe ich mich langsam etwas unwohl gefühlt, weil meine Erinnerung an die Variante war so semi-gut, würde ich sagen, aber vor allem hat mein Gegner hier auch noch alles geblitzt und das hat mich etwas schockiert, weil ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet habe, dass er sich so gut auskennt. Hier ist ganz wichtig, also sowas wie Dame C8 ist einfach nicht so gut, weil nach Turm B1 stehen die schwarzen Figuren viel zu passiv. Deshalb Dame E7. Und hier, ich hatte schon eine Weile an dem Zug gerechnet, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich auch noch weiß, wie es weitergeht, oder beziehungsweise, dass ich finde, wie es weitergeht, denn hier nach B7 muss Schwarz eine Figur opfern. Das kam nicht in der Partie, aber ich zeige trotzdem mal, was so der Grundgedanke der Variante ist. Turm A3, Läufer B8 und Läufer A4. Hier ist ganz wichtig, sowas wie Dame C1 ist einfach schlecht. Denn Dame schlägt B7, greift den Läufer an und hier nach Rochade kommt der schwarze Turm auf die C-Linie und Weiß wird es zum Verhängnis werden, dass der Königsflügel so gar nicht entwickelt ist. Deshalb ist der beste Zug für Weiß hier Läufer E5, das droht B8 Dame, deshalb muss ich schlagen. Und hier nach Dame B1 ist eine gute Idee oder ist die richtige Idee für Schwarz D4. Läufer schlägt D4 und E5. Und nach Läufer schlägt E5 schlägt man auf D2. Dame D5, Läufer D4 und tatsächlich endet die Variante, wie das immer so ist bei so scharfen Varianten im Dauerschach. Tatsächlich habe ich mich an der Stelle auch so ein bisschen geärgert, weil wenn mein Gegner das kennt, was mache ich dann? Aber er hat Springer F3 gespielt. Auch mehr oder weniger schnell. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil B7, also gerade wenn man das nicht kennt, kann man schon zumindest überlegen. Und nach Springer F3, hier hatte ich zwei Kandidaten. Ich habe Springer E4 gespielt, weil mir nach Rochade Läufer D3 nicht so gut gefallen hat. Aber ehrlich gesagt, auch hier hat Schwarz Turm A3 und das sieht auch ganz interessant aus. Aber wie gesagt, ich habe mich für Springer E4 entschieden, einfach mit der Idee, dass natürlich nach B7 Turm A3, das sieht eigentlich aus, als sollte es immer noch okay sein, denn nach Läufer schlägt B8 und Läufer A4 hat Schwarz ja die gleichen Ideen. Also zum Beispiel Läufer E5, Dame B7 und nach Dame B1 Rochade. Hier hat Schwarz noch die zusätzliche Idee, mit F6 und E5 zu spielen, also zum Beispiel Läufer E2, F6, Rochade und hier kann man auf D2 nehmen und auf E5 nehmen. Der Computer sagt, Weiß steht hier ein kleines bisschen besser, aber ehrlich gesagt wäre ich, glaube ich, ganz zufrieden. Aber mein Gegner hat Läufer D3 gespielt. Und hier habe ich mich entschieden, Turm A3 zu spielen. Immerhin spiele ich in der gleichen Variante mit dem Bauern auf B7 auch Turm A3 und gebe den B8-Springer auf. Und hier kann ich einfach Turm A3 spielen. Das gibt zwar auch den B8-Springer auf, aber stattdessen, also ich kriege dafür den Läufer auf D3. Und hier hat mein Gegner jetzt eine ganze Weile überlegt. Also erstmal Läufer schlägt B8. An der Stelle ist einfach schlecht, denn hier kann ich auf D2 nehmen und auf D3 nehmen und hier gewinne ich einfach den Springer auf D2 am Ende.
Und achso, das gleiche geht auch mit dem Läufer. Am Ende hängt der Springer. Weiß sollte wahrscheinlich Läufer schlägt E4 spielen, aber das sieht eigentlich ziemlich blöd aus, denn nach schlägt Springer D4, Turm D3, muss Weiß sehen, dass nach Rochade Turm schlägt D2, Dame C1, Schwarz das Material nicht behalten kann. Ich dachte tatsächlich, ich habe hier einfach eine Figur gewonnen, aber nach Rochade A3, Läufer A5 und B7 hat Weiß plötzlich genug. Hier, ja, muss man auf C7 nehmen und nach Dame D2 hat Schwarz eben zwei Leichtfiguren für Turm und Bauer. Aber gerade dieser Bauer auf B7 sollte Weiß wohl genug Spiel geben. Dennoch, ja, auch die Stellung hätte ich schon genommen, denke ich. Und in der Partie kam Dame B1. Das sieht an sich auch ganz logisch aus. Die Idee ist es, dass ich einfach auf E4 zu nehmen und dann mit der Dame zu nehmen. Ich habe rochiert. Irgendwann wird es mal Zeit, dann ist auch der B8 gedeckt. Jetzt kam Läufer schlägt E4, D schlägt E4, Dame schlägt E4 und das hier ist ein recht kritischer Moment, an dem ich wieder so ein bisschen das Problem hatte, dass der Zug, der eigentlich sehr prinzipiell aussah, irgendwie nicht so forciert war und dass ich lieber etwas Forciertes wollte mit zwei Bauern weniger. Tatsächlich sollte Schwarz hier wahrscheinlich einfach Läufer B5 spielen, damit Weiß nicht rochiert und die weißen Probleme bleiben einfach vorhanden. Schwarz kann dann auch mit Springer A6 weiterspielen, der Springer kann über C5 nach D3, im Zweifel kann man auch immer mal auf C7 nehmen. Das sieht tatsächlich einfach ziemlich verloren aus für Weiß. Aber ich habe Läufer C6 gespielt. Jetzt nach Dame F4 kann man noch Läufer B5 spielen, aber ich glaube, es ist recht klar, dass wenn ich den Einzug vorher nicht gespielt habe, dann spiele ich ihn hier auch nicht. Meine Idee war natürlich auf F3 zu nehmen. G schlägt F3 und hier muss man jetzt schauen, wie man weitermacht. Das Problem ist, dass nach sowas wie Turm D3 Weiß wahrscheinlich einfach rochieren kann, weil der B8 auch noch hängt. Deshalb habe ich E5 gespielt. Und das soll dabei helfen, den Springer von B8 mit Tempo zu entwickeln. Also mein Gegner hat hier auf E5 mit der Dame genommen. Den hatte ich eigentlich, also ich hatte ihn auf dem Schirm, aber ich dachte, er ist sehr schlecht. Ich dachte, Weiß sollte mit dem Läufer nehmen. Aber nach Springer C6 und Läufer C7 war ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, wie gut das für Schwarz ist. Und der Computer hat so ein bisschen meine Sorge bestätigt, also zum Beispiel nach Turm D3 Rochade, kann Weiß einfach diese Figur aufgeben und sagen, dass der Bauer auf B6 und der Bauer auf A2 hier genug Kompensation sind und vielleicht sogar mehr als das. Das gleiche gilt hier nach Läufer schlägt D2, König schlägt D2, Dame D7, Dame D6 schlägt und Turm D8. Nach Turm D1 steht Weiß wahrscheinlich besser, weil dieser Bauer auf B6 ebenso stark ist. Ja, das habe ich im Vorhinein ein bisschen falsch eingeschätzt, aber ich war sehr glücklich, als mein Gegner mit der Dame auf E5 genommen hat. Denn jetzt, nach Läufer schlägt D2, König schlägt D2, habe ich den Zug Dame B4 Schach. Das heißt, der weiße König bleibt jetzt in der Mitte. König E2. Ja, und hier hatte ich die Wahl, erst Dame C4 Schach spielen oder erst Springer C6. Ich habe mich für Springer C6 entschieden, Dame C4. König E1, Springer C6, dachte ich, wird so ähnlich. Zum Beispiel Dame E4, Dame C3. Und hier gewinne ich zwar den Turm, aber irgendwie nach König G2 fand ich die Stellung nicht so trivial. Denn meine Dame hängt und nach Dame C3 kommt Läufer D6. Weiß kann die Qualität zurücknehmen. Und wieder hat Weiß eine ganze Menge Bauern für den Springer. Und dieser Bauer auf B6 bleibt sehr stark. Deshalb habe ich mich für Springer C6 entschieden. Und hier will man mit Weiß unbedingt irgendwie die Dame angreifen oder das Feld B2 verteidigen. Mein Gegner hat Dame D6 gespielt. Es sollte Dame D5 kommen. Das verhindert Dame C4 und Dame B5. Aber nach Dame B2, Dame D2, Springer D4 sieht das irgendwie sehr gefährlich aus für Weiß. Und so sah ich das auch in der Partie. Schlägt und Turm E8. Weiß muss das Schach mit dem Läufer blockieren. Und hier nach Dame B5, König E1, F6. Hätte ich gedacht, dass Schwarz riesige Kompensation hat. Es reicht offenbar für Ausgleich, aber für mehr nicht. Der König steht zwar schlecht, aber man kann hier wahrscheinlich ganz gut die E-Linie blockieren und dann ist es eben nicht so einfach. Dennoch in einer praktischen Partie hätte ich hier immer lieber Schwarz. Also Dame D5 kam nicht, es kam Dame D6. Und hier Dame C4 Schach, König E1 und hier habe ich tatsächlich auch nochmal ein bisschen oberflächlich gespielt, sagen wir mal. Ich habe Springer B4 gespielt. Besser wäre sowas wie Turm D3. Einfach mit der Idee nach Dame F4 kommt Dame C3. Und nach König F1 in dieser Stellung kann man ganz gut auf A1 schlagen, denn man bekommt hier auch noch den Bauern auf A2. Ich habe Springer B4 gespielt, einfach weil ich dachte, dass Weiß hier im Prinzip matt gesetzt wird.
Und das dachte mein Gegner auch, aber tatsächlich kann Weiß hier B7 spielen. Ich dachte, ich kann einfach Turm E8 spielen und nach B8 Dame schlage ich und hier wird es schon ein Matt geben. Wie sich herausgestellt hat, gibt es hier kein Matt. Also Schwarz hat verschiedene Möglichkeiten, oder ja, Schwarz hat verschiedene Möglichkeiten, Dauerschach zu spielen, also so und so. Und hier sollte Weiß dann wahrscheinlich einfach die Stellung wiederholen. Aber es gibt eben nichts Konkretes. Nach B7 Springer C2 ist übrigens das gleiche, also nach König D2. Man sollte hier jetzt dann auch Dame C3 spielen, weil hier neben B8 auch noch Dame schlägt F8 und B8 droht. Und dann wird wahrscheinlich sogar Schwarz matt gesetzt. Also B7 habe ich irgendwie verpasst. Zumindest dachte ich, es wäre matt und das war es nicht. Aber mein Gegner hat auch auf B4 genommen und okay, jetzt habe ich eine Dame mehr. Ich habe mich kurz ein bisschen gewundert, dass er weiterspielt, aber okay, Weiß hat Läufer und drei Bauern und natürlich ist dieser Bauer auf B6 etwas nervig. Deswegen habe ich mich entschieden, Turm A5 zu spielen. Jetzt ist die Idee Turm G5, deswegen H4 und Turm B5. Also ich will hier einfach auf B6 schlagen, Läufer und Bauer eliminieren und habe dann eben immer noch Dame gegen Turm und irgendwie zwei Bauern. König G2. Ich habe kurz überlegt, ob ich hier Turm A8 spiele, das sollte auch gewinnen. Der Bauer kann sich nicht bewegen, der kann sich nicht so richtig bewegen. Dann irgendwie H5, ein Luftloch für den König schaffen und dann gewinnt man schon irgendwie. Aber es schien mir einfach auf B6 zu schlagen. Schlägt, schlägt. Nach A4, Turm A8, A5 will ich nicht auf A5 schlagen. Also ich bin mir recht sicher, dass auch das Endspiel mit Dame gegen Turm gewonnen sein sollte, weil die weiße Bauernstruktur so schlecht ist. Aber, ja, wozu? Ich will matt setzen. Dame G6 Schach. Und nach König H3 kam Dame F5 Schach. Und hier sieht man schon, dass die weiße Bauernstruktur einfach sehr schlecht ist. König G3, und man muss irgendwie diesen Bauern decken und Turm A6. Der Turm möchte jetzt nach G6. Okay, mein Gegner hat Turm A4 gespielt, jetzt soll der Turm in der Verteidigung helfen, aber H5. Schafft ein Luftloch für den Fall der Fälle und vor allem verhindert es Turm G4. Es kam noch Turm F4. Und Schach. König H2 und hier nehme ich jetzt nicht A5, sondern ich spiele Dame C2. Es droht, Dame schlägt F2. Und nach Turm F1, Dame E2 hat er aufgegeben, weil es eben keine Möglichkeit gibt, den F2 zu decken. Und wenn der F2 fällt, dann wird es eben auch gleich matt. Ja, sehr, sehr komplizierte Partie, auch alles andere als perfekt gespielt. Aber am Ende ist es für die verteidigende Seite eben meistens schwieriger als für die angreifende. Und ich glaube, das war genau auch hier der Fall. Also mein Gegner hatte einfach die unangenehmere Stellung. Ich habe mir zwischendurch schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil es ganz schön viele Bauern wurden. Aber am Ende hat ja alles gut geklappt und es ist ein ganz guter Einstieg in das Turnier. Ich vermute mal, dass ich morgen dann auch einen stärkeren Gegner kriege, vielleicht auch an den Live-Brettern. Für den Fall der Fälle mache ich euch einfach mal die Live-Übertragung unten in die Infobox. Da könnt ihr natürlich nicht nur mir zuschauen, sondern auch zum Beispiel dem Masters-Turnier. Da sind einige starke Leute dabei. Also das könnte für euch interessant sein, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Und ja, dann hoffe ich, die Partie hat euch gefallen. Ich fand sie auf jeden Fall sehr interessant und bin natürlich froh, dass ich gewonnen habe. Und ich werde versuchen, so gut es geht, weiter von dem Turnier zu berichten. Je nachdem, wie es meine Zeit zulässt. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!